Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute nicht alleine, Svenja begleitet mich, denn stressigster Tag unseres Lebens, glaube ich, bis jetzt schon. Ich hatte heute ganz normal Sendung und dann sind wir nach Berlin gefahren, denn wir gehen heute zur Michalski Style Night, und also zur Fashion Week, und wir nehmen euch natürlich mit. Und jetzt habe ich als erstes ein Interview mit Michael Michalski. Ich hoffe, ich darf ein bisschen filmen. Ja. Uns interessiert alle, welche Pieces brauchen wir für diesen Sommer auch? Eigentlich brauchen wir ja nicht mehr viel, weil das Sommerwetter soll ja bis Oktober so gehen, habe ich gehört. Ja. Das heißt, man braucht eigentlich nur ein paar T-Shirts und ein paar schöne Badeklamotten. Dann kommt nach dem Oktober ja auch schon der Winter. Nein! Ja, das ist richtig krass. Und dann Übergangsphase. Du fragst jetzt nach Übergangsmode. Übergangsmode, genau. Was brauchen wir, worauf dürfen wir uns 2018 im Herbst und dann auch im Winter freuen? Hoffentlich auf eine schöne Jeansjacke mit Kunstpelz drin. Das ist also in 2018? Ja. Ja, noch etwas? Ja, man bräuchte noch eine schöne Jeans wahrscheinlich. Okay. Und dann glaube ich ja, dass bald Cowboy-Stiefel wieder zurückkommen. Das ist ein super Top-Insider. Wunderbar, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Oder gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden wollen? Dream again. So, das erste Interview ist dann mit Michalski. Wir haben sogar eine kleine Goodie-Bag bekommen. Wir packen das jetzt mal aus. Oh, eine Limited Edition, ein Summer-Parfum. Vermutlich Frauen-Parfum und das Männer-Parfum. Right? Ja, for man, for woman. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ja, ich, soll ich mal riechen jetzt? Mama. Ich pack das jetzt mal aus. Übrigens, wenn man 10.000 Marken sieht, Dauerwerbesendung. Ja. Das ist jetzt wirklich zu blöd einfach. Nice. Okay, das ist schon ein sehr nice Flakon. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das hat hier so wie so Wassertropfen. Warte, ich sprühe mal hier in die. Es riecht frisch, blumig? Mhm. Nee. Darf ich nochmal? Ne, eigentlich frisch. Und frisch und ein bisschen männlich trotzdem, finde ich. Ja. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil ich bin nicht so das süße Vanillamäuschen. Finde ich gut. Das Männerparfum lasse ich jetzt mal eingepackt. Schenke ich dem Daniel. So, jetzt geht's gleich noch zu Charlie Winston und dann gehen wir noch was essen. Dann hole ich meine Gewinnerinnen ab. Dann gehen wir zur Fashion Show. Sehr geil. Okay, nice. How would you describe your style? Which one? Yeah, visual or musical? Maybe both. Well, is there a big difference? I don't think so. I think, you know, curious, I think I would describe it. That's how I describe my music and my image. So how would you describe my style? Logalesisch, I would say. Logalesisch. That means really relaxed and laid back. Yeah. And have you been to many German cities? Yeah. 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 I really like Köln for the cathedral. I love this beautiful cathedral in Köln. Yeah. Yeah. I'm from Cologne. Yeah. You say Cologne. You say Köln. Köln. Okay. Cologne is the. You can interchangeable. Köln. Yeah. Köln. Okay. I like Köln. Köln is. Schön, toll. Session. Okay, whatever you say. I'll tell you what. How about you ask me questions and I'll do that. So, wir haben jetzt die Interviews erledigt. Hier ist der Red Carpet für nachher. Wir haben jetzt erstmal Päuschen und dann akkreditieren wir uns nachher für die Show, die Aftershow-Party und so weiter und so weiter. Charlie war übrigens sehr sympathisch. Ja. Wir suchen jetzt mal was zu essen. Svenja, wir haben Hunger. Wir sind jetzt am Potsdamer Platz. Ich liebe ja Großstädte, ne? Ist schon cool. Und wir gehen jetzt da vorne essen. So. Essen ist da. Bisschen zu hungrig. So, wir sind jetzt am Brandenburger Tor und wir mussten einen krassen Umweg gehen, weil Public Viewing ist im Moment. Ja.
Also, wir sind jetzt auf der Michalski Style Night. Wir haben unsere Akkreditierung. Hier ist das Bändchen und hier sind unsere... Moment, hier sind unsere Press-Tickets. Da vorne sind meine Gewinnermädels, fleißig am Selfies machen. Erwischt. Und da hinten ist der Red Carpet. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt mal hin. Wir haben jetzt nochmal Bändchen gewechselt, Red Carpet, und gerade ist... Ricardo, einmal links hier, bitte. Bleibst du einmal direkt stehen, du musst direkt stehen. So, jetzt ist gerade Sarah Harrison gekommen. Die versuche ich mir mal zu schnappen. Sarah, willst du einmal zu mir kommen? Ja, ich bin von 89.0 RTL und ich mache gerade einen Vlog für unsere ganze Mutter. Hallöchen! Du hast eine mega krasse Reichweite, auch viele junge Frauen, sozusagen, ja. Die du jetzt auch mit deinem Sport total motivierst. Was kannst du denen denn so mitgeben? Wie können die ihre Ziele erreichen? Wenn man jetzt egal welchen kommt, Sänger, Schauspieler, Influencer, schieß mich durch, wie schafft man? Also ich würde auf jeden Fall sagen, man muss ganz viel, also man muss sich selber lernen zu lieben. Und ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste, weil wenn man selber mit sich im Reinen ist, kann man an seinen Zielen arbeiten. Ne? Und ich war früher auch ganz anders und habe ganz fest dran geglaubt, mir Gas gegeben und gelernt, mich selber zu lieben. Und darf mich jetzt glücklich schätzen und darf dastehen, wo ich jetzt stehe, was eh total. Also ich freue dich auch und du siehst auf jeden Fall sehr happy aus. Danke, danke, danke. Danke dir. Danke euch auch. So, und jetzt kommt Thomas Hayo, der darf natürlich bei der Michalski-Show nicht fehlen. Gerade zu dir hier. Da kommen dann alle an, gehen dann hier diesen Teppich entlang. Schon ganz cool. Und hier ist die ganze... So, da ist jetzt Mandy auf Bildschirm. Und eins kann ich euch verraten, die sind in echt alle kleiner, als sie aussehen. Jetzt geht's los. Michalski Atelier Collection. So please, relax, enjoy and dream again. Mein normales Set gesetzt und drehe jetzt quasi das Ende dieses Fashion Week Vlogs. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar Einblicke bekommen. Ich muss ehrlich sagen, es ist halt sehr viel Show, wirklich alles. Dieses ganze Drumherum, die ganzen Menschen, es ist alles sehr unecht. Es war super interessant dabei zu sein und auch Michael Michalski zu interviewen und auch Charlie Winston. Aber es ist einfach eine andere Welt, also das ist, es ist verrückt. Wir sind dann gestern Nacht zurückgefahren, haben, ich weiß nicht, auch wieder 2,5 Stunden gebraucht und in Halle noch super lange, weil einfach hier überall Baustellen sind. Aber warum ich mich jetzt nochmal vor die Kamera setze, ist, weil wir Goodiebags bekommen haben, als wir gegangen sind. Und ich habe gefragt, ob ich 2 mehr mitnehmen darf und würde gerne 2 an euch verlosen. Und deshalb packen wir diese Goodiebags jetzt einfach mal zusammen aus. Zum einen ist das ein John Reed Fitnessstudio Gutschein, aber nur in Berlin. Also wahrscheinlich
uninteressant. Naja, aber halt ein Fitnessstudio-Gutschein für John Reed in Berlin. Dann kann man was lesen über Michael Michalski. Auch nicht so mega spannend. Ich muss auch sagen, die Goodie Bag ist jetzt nicht der absolute Burner, aber ich dachte halt trotzdem, es sind zwei, drei Produkte drin, die vielleicht ganz interessant sind und die würde ich einfach gerne an euch weitergeben. Dann haben wir hier ja einen 10% Rabatt für diese 3D-Druckfiguren. Wer es mag, ist halt super teuer. So, jetzt kommen wir mal zu den Produkten. Haben wir einmal von TTZept eine Aromadusche, geschmeidiges Hautgefühl, außergewöhnliches Dufterlebnis, natürliche ätherische Öle. Das ist ein Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timo-Pfeffer, Blaubeere, Jasmin, created by Michalski. Riecht mal gerade. Okay, riecht geil. Also das riecht geil, aber ich muss direkt sagen, es sind überall unterschiedliche Farben drin. Hiervon gibt es, glaube ich, noch eine andere Sorte. Und von diesen hier gibt es auch eine andere Sorte. Das ist Strong Chia Volumen Shampoo von Udo Walz. Ich weiß nicht, wie das jetzt riecht. Oh, das riecht auch sehr, sehr geil. Genau, also diese beiden Sachen gibt es in unterschiedlichen Duftrichtungen in den Goodie Bags. Aber das ist, wie gesagt, beides dabei. Also ein Shampoo und eine Dusche. Dann ist von Lavera ein Lippenstift dabei. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch überall dieselbe Farbe. Das ist so ein ganz, ganz schönes, dunkles Magenta-Lila. Ja, sehr, sehr schön. Also gefällt mir richtig gut, gerade für jetzt den Herbst, wenn er dann irgendwann nach dem Sommer kommt. Ich wäre froh, dass Sommer ist. Glaube ich, eine sehr, sehr schöne Farbe. Und zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, wirklich das Highlight in dieser Goodie-Bag, sind Barbour-Ampullen. Benutzen ja super viele Instagrammer, Blogger, YouTuber. Schieß mich tot. Das sind auch welche created by Michalski. Get me higher. Kann man lesen, was draufsteht. Dafür brauchst du keinen Coffeeshop, sondern einfach nur diese Ampulle. Denn der Wirkstoffkomplex der Get Me Higher Ampulle, created by Michalski, aus Hanföl, Kaktusfeige und Aloe Vera, beruhigt deine Haut zuverlässig, spendet Feuchtigkeit und hilft die gestresste Hautbarriere zu regenerieren. Suchtgefahr, zumindest für deine Haut. Ja, ist irgendwie ganz süß. Ne? Also diese Barbour-Ampullen, ich glaube, das ist wirklich mein Highlight und ich bin sehr gespannt, sie auszuprobieren und eben auch, dass ich das eben an euch verlosen darf. Also ich hoffe, ihr freut euch, dass da irgendwie noch so ein Goodie bei rausspringt für euch. Wenn ihr das verlosen wollt, einfach liken das Video, schreibt mir einen Kommentar und seid natürlich Abonnent meines Kanals. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und ja, dann war es das jetzt tatsächlich mit dem Fashion Week Vlog. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ihr mögt so eine Art von Vlogs, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann sage ich jetzt danke fürs Einschalten und bis zu meinem nächsten Video. Muah!